Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wieder zurück, mehr oder weniger. Und wie gesagt, ihr wisst, ich habe immer noch Abiturvorbereitungen und lerne jeden Tag und das ist für alles andere im Moment ein bisschen wenig Zeit da. Ich will es auch jetzt gar nicht allzu lang machen oder so. Ich möchte euch heute einfach wieder ein neues Video geben, damit wieder hier wieder ein bisschen Aktivität auf meinem Kanal kommt. Allerdings möchte ich jetzt nicht, wie ihr seht, wir sind wieder in meinem Garten. Ich möchte jetzt aber nicht wieder ein Outdoor-Aquaristik-Projekt oder sowas machen, sondern ich möchte euch heute einfach eine Pflanze vorstellen, die mir persönlich sehr wichtig ist und die mich auch sehr interessiert. Ich habe diese Pflanze bezüglich meiner Abiturzulassung bzw. dem Sicherstehen des Fachabiturs geschenkt bekommen. Ihr seht sie jetzt vor mir hier im Bildhintergrund. Es handelt sich dabei um einen Eukalyptus. Und wie ihr alle wisst, Eukalyptus kommt aus Australien. Also ursprünglich kommt diese Pflanze aus Australien. Natürlich wurde die nicht eingeflogen, sondern die kommt aus irgendeiner Zuchtstation, wahrscheinlich Niederlande oder so. Aber es ist tatsächlich ein Eukalyptus. Es ist was sehr, sehr Spezielles. Es gibt es noch kaum bis gar nicht im heimischen Garten. Und ich fand den so sehr interessant, dass ich euch den jetzt mal vorgestellt habe. Kurz, der Eukalyptus, zählt zu den Myrtengewächsen. Es gibt insgesamt 300 Arten davon. Natürlich eignet sich nicht jeder Eukalyptus dazu, hier in meinem Garten zu stehen. Er ist eigentlich, also wenn ein Eukalyptus im Garten stehen soll, dann ist er eigentlich der perfekte Ansprechpartner. Der Eukalyptus heißt Eukalyptus gunni, also Gunnii. Da gibt es verschiedene Unterarten von, zum Beispiel Asura. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein reiner Gunni ist oder ob das ein Eukalyptus gunni Asura ist. Auf alle Fälle sind beide Arten extremst frostresistent. Man spricht von einer Frostresistenz bis minus 25 Grad, was sich halt besonders geeignet für den Garten macht. Auf Deutsch heißen sie übrigens Blaugummibäume bzw. Eiseukalyptus, weil die eben aus kälteren Regionen Australiens kommen. Scheinbar zumindest. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bekommt ihr so ein Ding her? Im Internet könnt ihr die zum Beispiel auf Amazon oder eBay ganz gut bekommen. In Gärtnereien sind die, wie gesagt, noch nicht so richtig angekommen. Ich habe keinen Überblick darüber, ob ihr die in irgendwelchen Großgärtnereien bekommen könnt oder nicht. Müsst ihr selber rausfinden. Ihr könnt sie auch aus Samen ziehen, finde ich ein bisschen anstrengend. Ich würde euch da empfehlen, tatsächlich eine Pflanze zu kaufen. Meine persönliche Meinung nach ist, kauft euch die größtmögliche Pflanze, die ihr bekommen könnt, denn also natürlich, die sollte jetzt nicht zu groß sein, aber wenn der Baum jetzt, sage ich mal, 20 cm groß ist, ist die Chance, dass der den Winter übersteht, relativ gering. Da würde ich euch einfach raten, dass ihr da guckt, dass ihr an ein gescheites Stämmchen kommt. Genau. Als nächstes, wenn ihr den jetzt am Einpflanzen seid, also ihr habt euch jetzt einen Baum geholt und möchtet den jetzt einpflanzen, wie geht ihr vor? Das Pflanzloch solltet ihr relativ weit ausgraben, also so etwa 40 cm breit, 40 cm lang und 40 cm tief. Einfach damit die Erde ein bisschen aufgelockert ist. Ihr müsst gucken, dass dieser Eukalyptus sich wirklich richtig bis zum Herbst die Chance hat, sich richtig, richtig, richtig in die Erde einzuwurzeln. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr macht so ein ganz enges Pflanzloch und setzt ihn da einfach rein, dann kann es wahrscheinlich sein, dass der jetzt mit der Grasnarbe oder mit irgendwas anderem konkurrieren muss und sich da nicht richtig einwurzeln kann. Wäre doof. Am besten ist halt auch, dass ihr den da ein bisschen Kompostdünger oder Komposthornspäne oder irgendwie sowas runtergibt, irgendwas Organisches, von mir aus Blumenerde, wo ein minimales bisschen Nährstoffe drin sind. Also es ist jetzt kein Baum, der jede Woche gedüngt werden muss oder der super viel Nährstoff braucht. Überhaupt nicht, aber er braucht er braucht am Anfang ein bisschen was, damit er, wie gesagt, einen Anreiz hat, sich da durchzuwurzeln.
wo wir jetzt auch gerade bei Nährstoffen sind, ihr müsst den Baum jetzt nicht regelmäßig düngen. Ich habe es gerade gesagt, er ist jetzt keiner, der wirklich jede Woche Dünger braucht. Aber wenn ihr zum Beispiel merkt, ich bin hier jetzt in Norddeutschland, dann wäre es, jetzt kommt doch gleich meine Mutter durchs Bild, ist nicht schlimm, dann müsstet ihr gucken, dass ihr den regelmäßig düngt und dass der einigermaßen eine Chance hat, Fuß zu fassen, dass der wurzeln kann. Ihr müsst nicht unbedingt mit Wurzelhormonen, Wurzelstimulatoren, Wurzelhormonen oder wie das Zeug sich jetzt schimpft, nachhelfen. Das muss nicht sein, aber dass der zumindest irgendwie Nährstoffe hat. Denn zum Beispiel ich bin hier auf einem relativ sandigen Boden. Also ihr könnt es hier sehen, das ist relativ sandig. Ich dünge den auch tatsächlich regelmäßig. Ich bin da auch, ich nutze jetzt auch keinen Spezial-Eukalyptus-Dünger oder sowas. Könnt ihr von mir aus kaufen, müsst ihr halt ausprobieren. Ich benutze so einen einfachen Universaldünger. Erstmal zur Düngung, das wäre es jetzt erstmal zur Düngung. Und wenn der dann angegangen ist und sage ich mal 1, 2, 3 Winter überstanden hat, dann müsst ihr euch auch eigentlich keine Sorgen mehr machen. Wie gesagt, ihr braucht auch jetzt nicht da jetzt irgendwie einen Sack drüber stülpen oder Vlies oder irgendwas anderes. Dann macht da einfach ein bisschen Rindenmulch drumherum, dass die Wurzeln geschützt sind. Kommt drauf an, ob ihr in einer milden Region wohnt oder in einer etwas kälteren. Ich wohne in einer relativ milden und dann passt das auch. Der Baum jetzt zur Größe. Die Größe des Eukalyptusbaumes ist ein bisschen unterschiedlich. Das hängt davon ab, erstmal, wie ihr den schneidet. Ihr könnt ihn natürlich auch als Bonsai halten, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber müsst ihr halt selber entscheiden. Das Ding ist, dass man da, weil es halt, der ist hier nicht in seinem Klima, das muss man einfach sagen. Und weil er halt nicht in Australien ist, wird er jetzt nie die Ausmaße annehmen, die er in Australien annehmen würde. In Australien wird der so groß wie eine Eiche. Also das können Riesenbäume werden. Hierzulande spricht man so von maximal 10 Metern. Das ist jetzt nicht so hoch. Ich denke mal so, wie groß werden jetzt 10 Meter sein? 10 Meter werden vielleicht so sein wie dieser Telefonmast hier. Es ist echt nicht hoch. Also ist schon hoch, aber geht größer. Dann kommt es aber natürlich auch noch darauf an, habt ihr einen einzelnen Stamm oder wie ich jetzt hier so einen Busch. Ich habe den jetzt hier so als Busch bekommen. Ich hätte ihn natürlich trennen können. Das wollte ich persönlich aber nicht, weil ich auch ehrlicherweise gar nicht so viel Platz habe. Wenn ihr den so als Busch habt, wird er so, wie gesagt, es kommt auf eure Begebenheiten an, ob ihr in einer milden Region wohnt oder in einer eher kälteren, zwischen 2 und 5 Meter. 5 Meter, ja, ist halt die Hälfte wie dieser Telefonmast hier. Beziehungsweise, also da ist eine Telefonleitung, deshalb ist da dieser Mast. Das wäre es jetzt erstmal zum Wachstum. Zur Blüte sei gesagt, er blüht sehr spät. Also er blüht im Zeitraum von Oktober bis Dezember. Also der hat auch jetzt keine sonderlich tollen Blüten, aber die Blüten sind jetzt ein wichtiger Punkt. Nämlich, wenn ihr vorhabt, den generativ zu vermehren, sprich aus Samen. Das wird nicht funktionieren, weil wir im Oktober und Dezember keine Bienen, Hummeln oder sonst was haben, was den bestäuben könnte. Also wenn ihr den vermehren wollt, dann ist es am effektivsten, ihn wie gesagt zu teilen oder aus Stecklingen, wenn er genug Pflanzenmasse hat, zu gewinnen. Auch noch ein wichtiger Hinweis sei ja gesagt, ich weiß ja nicht, wie gesagt, es gibt 300 Sorten von Eukalypten. Ich würde diesen Baum jetzt nicht unbedingt als Tee verarbeiten. Es gibt ja auch Eukalyptus-Tee, Eukalyptus-Bonbons und so weiter. Ich weiß nicht, ob jeder Eukalyptus dafür geeignet ist. Deshalb würde ich auch ganz klar sagen, bitte versucht nicht, den irgendwie zu verarbeiten. Ihr wisst nicht, was drin ist. Ja, das sei das jetzt erstmal zu diesem wunderschönen Eukalyptus. Wie gesagt, das ist jetzt ein relativ freies Video. Ich habe da jetzt auch kein Skript zu erarbeitet, weil ich eben, wie gesagt, den ganzen Tag zu tun habe und das bisschen Freizeit, was ich habe, möchte ich ehrlicherweise anders nutzen, als mich hier jetzt vor Skript zu setzen. Deshalb ist das ein bisschen random, aber ich denke, wenn noch einer Fragen hat, soll das in die Kommentare schreiben.
Bis zum nächsten Video.